Was ist denn das überhaupt? Das ist ein böser Millennium-Falken, oder was? Das ist der Millier Falcon Noir Edition, oder was ist das? Das muss irgendeine Meta sein, die ich nicht kenne. Gucken wir mal, würde ich sagen. Gucken wir mal, dann wissen wir es. Seid mir gegrüßt. Ich bin der Held der Junge, ist das Steine in laut. Frankfurt, an meinem Herzen von Europa, in meinem wunderbaren kleinen Lädchen. An einem fantastischen Tag und Shop, und ich mitgebracht habe, die 75389. Richtig, die 75389. 70389. Neu-August 24 auf den Markt gekommen. Der Dark Falcon. Ganz genau so ist es. Nicht mal 1600 Teile für 180 Euro. 180 Euro? Okay, also wir sind auf einem neuen Level der Dreistigkeit angelangt. 180? Junge, dieses Ding ist. Mein Fuß ist größer. Viele von euch garantiert wissen, aber wow. Ganz genau. Das Set schauen wir uns an. Wir haben es live zusammengebaut. Gestern hier im Kanal. Das heißt, ihr könnt nochmal alle Details, den gesamten Aufbau euch anschauen. Ich habe mir viel Zeit gelassen. Ich habe viel gesnackt. Eine ganze Packung Celebration ist draufgegangen. Eine ganze Tüte Nüsse von Koro. Wir haben uns unterhalten. Ich habe die eBay-Sachen live gestellt. Ich würde mal sagen, Netto-Bauzeit. 2,5 Stunden vielleicht von dem Ding. Das erinnert mich an einen Horrorfilm, den ich zuletzt geguckt habe. Ja. 180 Euro, dann doch lieber Twitch Prime. Und mit dem gesparten Geld, aka ich später lecker Bierchen klauen. Das ist nichts Schlechtes. Dankeschön, Stormblooper. Vielleicht 3. Wenn ihr es wirklich genießt. Irgendwo dazwischen. Es ist unglaublich wenig. Und der Preis ist aberwitzig. Den brauchen wir Es sieht halt auch erstmal nicht geil aus, ne? Es sieht schlimm aus. Ich mag auch diesen Trend nicht, dass Lego als Modellbau durchläuft. Lego ist kein Modellbau. Lego ist kreatives Spielen und Bauen! 180 Euro für die Scheiße, das kannst du halt echt nur machen, wenn du irgendwelche Fans komplett schröpfen willst. Ich werde noch zwei, drei Mal vielleicht kurz erwähnen im Nebensatz, aber besprechen wir es kurz. 180 Euro. Mit Rabatten wird er auf 100 Euro gehen. Ihr werdet ihn kriegen. Macht euch ganz entspannt, wenn ihr sagt, 100 Euro ist eine Schmerzgrenze. Die wird er knacken. Auf jeden Fall nicht diese Woche, auch nicht nächste, aber er wird sie knacken. Versprochen. Wie alle Falken davor diese Rabatte geholt haben. Für mich ist das ein 100-Euro-Liste-Set. Das war's. Es geht. Ey, was kostet denn sowas in der Produktion? Ich meine, wenn du jetzt mal so Lizenzen und so weiter abziehst, so der reine Wert von so einem Falken, der kann doch nicht höher sein als 4 Euro oder so. Klar, hier Disney nimmt sich bestimmt ordentlich was raus für die Lizenz und Lego muss halt auch irgendwie seine Sklavenarbeiter in Indonesien halbwegs nicht bezahlen. Aber meine Güte, ey. Kein. 25 Euro für ein Modell-U-Boot als letztens ausgegeben und jetzt schon 13 Stunden Spaß gehabt. Modellbau ist ja auch irgendwie was Cooles. Das ist ja irgendwie, ist ja super entspannt, meditativ. Das ist auch irgendwie filigran, aber Lego ist ja einfach nur zusammenstecken. Das ist nicht das, was Lego sein soll, Modellbau. Und dann stellst du es ins Regal und fasst es nie wieder an. Das war das coolste Spielzeug damals, weil du einfach alles damit bauen konntest. Das war einfach Minecraft, nur halt ohne einen Computer dazu. Du musst einfach alles tun und jetzt ist das einfach so ein Statusobjekt geworden, wobei es früher bestimmt auch schon teuer war. Cent-Entwicklung in dieses Set rein. Das ist einfach der von 2019 nochmal. Und das ist es. Wir haben eine ganz leicht andere Aber er hat einen neuen Hut bekommen. Art, wie die Panels geklappt werden. Und das war's. 75105 können wir noch in den Ring werfen, wenn wir wollen. Den fand ich noch ein Stückchen besser. Der war aber gerade mit dieser. Habe mir mal einen Podcast von ihm angeschaut, da hat er das aufgeschlüsselt. Die Steine kosten etwa pro Kilo 5 Euro, die gesamte Produktion, also pro Kilo. Na gut, da muss man so Schweinepreise nehmen, ne? Sonst lohnt sich das ja gar nicht. Mit Episode 7 verbandelt, das hat sie natürlich stark abgedämpft. Oder wir gehen zum Klassiker 7965. Wahrscheinlich der beste noch. Ja. Und die anderen Legende. 20 Falken, die es da draußen gibt, in groß, mittel und klein, all möglichen. Das hier ist, würde ich sagen, mit Sicherheit der unnötigste von allen. Wir gehen durch, ihr könnt schauen. Kann man den aufklappen? Kann man damit spielen? Komm, den muss man doch zumindest aufklappen können. Und dann ist da drin zumindest dieser Tisch mit diesem 3D-Schach oder so. Komm, biet mir doch mal irgendwas an. Irgendwas. Wir haben die Kiste. Ich mag die Kiste.
erstmal hat sie ein bisschen Action drauf, das finde ich gut. Zum Zweiten ist eine Kiste, die man richtig öffnen kann, die nicht billig aufgerissen wird, das ist sehr schön. Gefällt mir alles sehr gut, ich möchte es immer wieder lobend erwähnen, in der Hoffnung, dass sie noch besser werden mit der Zeit. Wir haben hier unten ein paar Figuren, auf die kommen wir gleich noch zu sprechen. Die haben die Rückseite, von dem man sich fürchten müsste. Also wirklich... Oh, man kann ihn aufmachen. Halle, Alhamdulillah. Ein weißer Darth Vader? Ein Fruchtzwerg? Also mein Darth Vader ist schwarz, tut mir leid. Na? Wokeness geht vollkommen, dreht vollkommen frei. Nichts. Weil es ist alles ein alter Hut. Es tut mir wirklich leid. Es ist ein super alter Hut, das Set. Ich kann mich jetzt meinen, es ist ein das Schinken meint. Von einer Anleitung. Mega. Zielgruppe, wir haben auch ausführlich drüber gesprochen, sind Erwachsene, denen man nicht auf den Schlips treten möchte, wenn man sagt, okay, du musst dich konzentrieren, um es zu bauen. Du bist vielleicht ein bisschen doof, sorry, aber du hattest viel Geld. Also machen wir es dir so leicht wie möglich, damit du dich gut fühlst während des Bauerlebnisses. Das ist die Zielgruppe. Für Kinder, ich weiß nicht, welche Eltern ihrem Kind für 180 Euro das kaufen. Kann ich mir, keine Ahnung. Ey, wenn ihr diese Kinder seid, deren Eltern sowas kaufen, ne? Dann heißt das, dass eure Eltern euch nicht lieben. Und versuchen, das Ganze über Geld zu kompensieren. Aber jetzt müssen wir einfach mal mit dem arbeiten, was da ist. Zwingt die, das Geld hier auszugeben. Denn hier gibt es noch richtige Liebe. Ich kann auch so eine Art Ersatzvater sein. Da kommt am Ende auch was Besseres bei raus, als bei so monetären Geldsäcken. Ihr müsst nur die 180 Euro im Monat hier lassen und nicht bei Lego. Aber auf jeden Fall ist es abenteuerlich, was das für ein Schinken ist für das Ergebnis. Und dann natürlich bei 180 Euro, wir dürfen die Qualität von Lego nicht vergessen. Oh, er hasst Lego so sehr, ich liebe das. Kommt diese Sticker-Tapete, die jegliches Detail aus dem Innenraum beinhaltet. Ihr schaut da drin in nichts. Alles ist hier. Ich glaube, wir haben einen bedruckten Game-Controller oder so. Das war's. Der Rest ist hier. Alles, was... Easter Eggs oder sowas betrifft, alles hier. Das heißt, ihr könnt euch das auch runterladen, hochwertig ausdrucken und ihr habt das ganze Set gespart. Dann kommen wir zu den Figuren. Zeig. Und nur für die, die muss ich auch noch abholen. Oh Gott, da ist ja wirklich, was passiert denn hier die ganze Zeit? Achso, weil ich das hier noch offen habe. Abbrechen. Da ist wirklich ein Sith Lord Jar Jar dabei. Guck, hier. Mixe böse. Das hier ist ein Schwachsinn-Set in der Lego-Welt. Das ist in der Star Wars-Fan-Welt, das ist so eine Witzsache, das einfach gedreht ist. Dass Jar Jar jetzt ein Sith ist und Vader ist ein Jedi und der Luke hängt am Strand rum und surft, ist kein Scherz. Das ist so. Findet das in der Serie statt? Also ich habe schon lange keine Star Wars Serie mehr geguckt. Ist das irgendwie, ist das ein Porno oder was? Wo findet das denn statt? Wird eine neue Lego-Serie. Ich hatte eigentlich gehofft, dass die Theorie mit dem Porno wahr ist. Naja gut, man kann nicht alles haben. Und dann ist es okay. Ja, das ist ein Gag-Set. Vielleicht 60 Euro. Machen wir es kurz. 180, wirklich. Schaltet's Hirn an und lasst's einfach stehen. Das sind die haben einfach alles einmal umgedreht. Na? Ja, okay, das ist halt. Vor allem hat Jar Jar Binks. Existiert er zur Zeit der Rebellion noch? Ja. Ja, der lebt da noch. Wusstet ihr, dass Jar Jar Binks offstream getötet wurde? nicht offstream, off-camera. In Star Wars Teil 7, wo sie mit diesem Riesentodesstern die gesamte Republik wegballern. Da ist ja auch Jar Jar Binks im Senat. Und das heißt, die haben auch den gesamten Senat und alles ausgelöscht. Die haben einfach off-camera Jar Jar und die ganze alte Republik wegbombardiert. Einfach BAM! Mixe tot! Die Figuren dazu. Ich habe nicht so viel versprochen. Es ist wirklich so. Jar Jar, der Dümmste als Darth. Darth als Jedi, als Weiß und Beach Luke. Ich weiß wirklich nichts. Das ist so einfallslos. Es ist 13.12 Uhr. Es ist 13.12 Uhr wann? Hiss die neuen Flaggen. Chat, es ist 13.12 Uhr. Er sieht aus wie der Dude.
Ich brauche nicht sagen, dass die Körperfarbe natürlich die Armfarbe und Gesichtsfarbe nicht trifft, weil es auf blau gedruckt ist. Lego kann das nicht. Das Doppelschwert sieht super peinlich aus. Ich habe keine Ahnung. Es wird Menschen geben, die werden für diese Figuren bereit sein, Geld zu zahlen. Wir brauchen auch nicht drauf weiter eingehen. Es sind ein paar Hosen bedruckt. Natürlich nicht von der Seite und nicht von hinten, das können nur die Chinesen, aber immerhin von vorne. Dual Mold gibt es keinen. Und es sind hin und wieder die Arme bedruckt auch. Auch Stark. positiv hervorzuheben, aber auf unterstem Druckniveau. Also, aber wie gesagt, nichts Besonderes, dass man die Figuren hervorheben müsste. Nur was man halt hervorheben kann, ist, deswegen habe ich auch Star Trek da oben gelassen. Ich weiß nicht, es wäre cool, einen Crossover zu machen. Vielleicht macht ja mal Lego irgendeinen Deal in Europa mit Blue Bricks oder weltweit mit Paramount, dass sie mal eine Enterprise-Besatzung in den Falken setzen. So ein Crossover, das wäre ja mal noch. Oh, da brennt aber ich, da höre ich jetzt schon Twitter brennen, ne? Das knistert anders. Wenn es ein Crossover aus Star Wars und Star Trek geben würde, uiuiuiuiui, da kannst du auch gleich dich an die Ampel stellen und Messer verteilen. Noch irgendwie ein bisschen witzig. Was wäre was Also anderes? die Idee wäre witzig, aber ich würde es mir gern von außen angucken. Das ist tatsächlich. Oder dass ein paar von den Kollegen in einem Star Trek-Schiff auftauchen, fände ich auch mal. Weil das ist auch komplett. Oh, das ich bin ja wirklich nicht drin in der Star Trek-Lore, ne? Aber ich weiß schon, da wäre so viel Zunder. Das ist, also das. Oh, das würde ich mir gerne angucken. Ich würde einfach gern so Mäuschen spielen, so eine Woche im Liegestuhl mir angucken, wie komplett die Welt in Flammen steht, weil Star Trek und Star Wars ins gleiche Universum gemorpht werden. Alleine dann die wissenschaftlichen Abhandlungen über 8 Stunden von irgendwelchen Typen. Es ist wissenschaftlich, physikalisch nicht vereinbar. Wahllos, da ist ja auch schon wurscht, oder? Dann können wir das auch mal machen. Also Hört so Da ein Darth Vinci. Picard oder so finde ich ziemlich lässig. Darf So, Picard? Oh ja! wir sind bei 44 Zentimeter. Also ganz kurz, falls ihr einen von den anderen Falken habt, habt ihr alle. Die Falken haben sich nicht verändert und auch kaum entwickelt. 32 und 11. Es ist wirklich nicht viel los. Wir gehen durch das Ding durch. Ich habe auch überlegt, ob ich da ein Wochenendvideo draus mache aus dem Set, aber ich bin froh, wenn ich die 10 Minuten mit dem Video kriege. Ich weiß nicht, die Kanone verfolgt, das ist ganz cool. Also es ist einfach nur, es ist ein sehr, sehr leichtgängiger Turntable, deswegen dreht sich die Kanone sozusagen rum. Turntable. Wir haben keinen wirklichen Griff. Ich halte hier unten einfach so die Finger drunter. Ganz kurz, es ist ein Falken, die Scheiben waren leider nicht separat verpackt, deswegen. Niemals Star Wars und Star Trek können nicht gemeinsam in ein Universum, das geht nicht. Wiu, Guck, das ist schon der. Sind sie verkratzt? Das ist ein bisschen unglücklich. Ich muss gleich mal gucken, ob ich es euch mal zeige. Aber ihr seht es an dem Schwarzen hier, dass da ein bisschen was schiefgegangen ist. Hier unten ist auch noch so ein Kanönchen drin. Da habe ich wieder einen von den Cones abgerissen gerade. Ja, das sieht so aus, als hätte er das unten nicht fertig gebaut. Das ist ja komplett scheiße. Oh, und dafür 180 € bezahlen. Ich würde mich ja so verarscht fühlen. Roma, grüß dich. Beim Drunterfassen, das kann sich ja auch drehen. Kann man auch so drehen. Das ist eigentlich auch schon die ganze Unterseite. Die ist relativ farbseuchenfrei. Wir haben ein bisschen Leim. Wir haben ein Surfbrett dabei. Nein, das ist Wir haben Lego. wirklich ein Surfbrett. Arkon, das ist Lego. Ich weiß, das ist. Ins Gesicht. dabei in Leim. Und ich. Warum so viele Viewer? Die sind gekauft. Ich hab hier ganz viele Chinesen mir eingekauft, die jetzt hier Twitch gucken dürfen. Frag mich, ob wir könnten es doch immer mal. Diese Surfbretter kosten Dankeschön. kostet nichts bei Bricklink, also irgendwie im einstelligen Cent-Bereich. Die könnten wir jetzt immer nehmen und in irgendein Set mal reinwerfen. So ohne Sinn und Verstand. Dann haben wir hier hinten die Fliesen. Es ist der 19er Falken. Er ist es einfach. Nein, er ist jetzt schwarz. Wir haben hier vorne Munition drin, und man kann hier oben drauf drücken und. Ich habe sie weggeworfen. Moment. Ich hab eben noch damit gespielt. Vielleicht habe ich sie doch weggeworfen. Hier sind diese grünen Dinger kommen hier rein. Diese grünen Raketchen drückt man drauf und dann schießt es weg. Ich habe eben noch damit geschossen. Ich habe sie anscheinend zu gut entfernt. Drückt man hier drauf, dann schießen die raus. Das war's. Und dann haben wir hier die Möglichkeiten. Wir können das hier abklappen und dann können Kleiner Spoiler,
Jeder, der sich was von Lego kauft, kauft den Fetisch des Bedürfnisses, verarscht zu werden. O7. Geil, Apfelschorle, dankeschön. Für 6 Monate. Na, das Problem mit Lego ist, das ist halt so ein emotionales Produkt. So, Leute kennen das aus ihrer Kindheit und denken cool, geil, geil. Und die finden auch irgendwie wahrscheinlich Star Wars cool und die verdienen halt jetzt mittlerweile Kohle und wollen sich damit quasi so Emotionalität, so dieses Geborgenheitsding der Kindheit irgendwie zurückkaufen. Deshalb ist auch diese ganzen Retro-Sachen immer so super im Hype, weil das ja alles sehr positiv konnotiert ist. Lego ist halt mittlerweile dazu übergegangen, seine Käufer schafft, komplett zu verarschen und den komplett den allerletzten Penning auszupressen. Ich mache das gerade mal kurz, dann kann ich es euch ja zeigen. Es ist jetzt sehr großflächig auch wieder. Wir hatten, mein Millennium Falcon ist übrigens auch weiß, damit wir uns da mal einig sind. Ne? Zum Beispiel bei dem... Ja. Ist Hakon nicht auch so ein Linker? Fick dich, Lego. Fick dich, Zehner. Dankeschön für 22 Monate. 75105. Also wie Green Force Moment. Sir Lexalot, du musst jetzt ja gar nicht mehr bei Green Force kaufen. Du bist jetzt frei. Oder auch bei dem 7965 hatten wir die Möglichkeit, das relativ kleinteilig aufzuklappen. Jetzt sind es diese großen Elemente. Die hatten wir auch, wie gesagt, beim 19er schon. Da waren sie aber hier nochmal anders befestigt. Jetzt sind hier Bars durchgesteckt durch diese Plate Modified. Wo würde ich jetzt kaufen? Das darf ich dir aktuell nicht sagen, da ich mich auf der Twitch-Startseite befinde und diese ausdrücklich nicht benutzen darf, um zu werben. Aber dir würde schon was einfallen. Vielleicht kann dir einer aus dem Stream ja einen Tipp geben. Das ist ein bisschen lästiger und vor allem lästiger wieder zu entfernen. Aber die Idee bei Lego ist nicht, die Sets auseinanderzunehmen und umzugestalten. Deswegen könnten sie es auch kleben. Es wäre mittlerweile am... Ja, stimmt. Lego sollte einfach direkt so ein Set Schrauben mitgeben. Oder eine Heißklebepistole, eine ordentliche. Hier, du baust das eh nie wieder auseinander. Das wird jetzt schön verstauben. Lego ist auch so richtig geil, wenn es dreckig wird, ne? Zwischen diesen Noppen, den Staub, den kriegst du nicht weg. FCK Greenforce. Alle meine Hausis kaufen ab jetzt bei der Fleischerei Meier. So ein Ding ist das nämlich. Fleischerei Meier for life. Dankeschön, Judge, für 100 Bits. Fucking Legende, Alter. An manchen Stellen vielleicht sogar auch besser. Aber... Was man positiv hervorheben kann, muss ich mal kurz zwischendurch stärken, ist es relativ warm geworden. Alles schmeckt besser aus der Heldentasse. Mir ist auch sehr warm heute. Gott sei Dank habe ich dran gedacht, mir eine Erfrischung einzupacken. Ah, Eistee. Wir haben hier in Frankfurt am Meer mittlerweile, ich darf in der Sonne liegen, mal souverän über 40 Grad. Der größte Vorteil ist, dadurch, dass hier so eine Leere herrscht und wenig Details am Start sind, kann man wunderbar Einhörner und Erdmännchen unterbringen. Das soll diesem schnellen Frachter doch wirklich einmal, aber ich muss mir wirklich mal wieder den Bart kürzer schneiden. Ich habe gerade nach dem Trinken, ist mir Eistee vom Bart getropft. Das mag zwar kultig aussehen für die vielen Wikinger-Filme, in denen ich immer mitspiele, wenn einem dann so der Schaum vom Bier irgendwie auf den Valhalla-Teppichboden tropft. Aber im Alltag langsam eine echte Belastung. Grüß dich, Markusi. Es soll positiv erwähnt sein, diese Eigenschaft. Und ich zeige euch mal ein bisschen. Also wie gesagt, Details gibt es keine, weil die auf den Aufklebern sind. Es ist tatsächlich so. Da ist das Surfbrett beim Einhorn. Eistee, warst du zu schnell unterwegs. Aber was wir machen können, hier ist eine lose Wand. Aha. Die kann man abnehmen. Stark. Ich mag dieses transparente Rot, das gefällt mir. Wie die Wand installiert ist und dass sie wirklich nur auf so zwei Noppen steht und hier oben auch keine Verankerung hat, gegen die sie lehnt, nervt mich wahnsinnig. Aber gut. Und hier drüben haben wir, könnt ihr da reingucken, hier seht ihr den Thron. Den kann man rausnehmen und dahinter ist nochmal ein Kristall. Wow. Ich kann nicht mehr. Ich halte das alles nicht mehr aus. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Seit wann ist denn da ein Thron im Millennium Falcon? Für White Vader oder was? Und dann haben wir natürlich auch die anderen Sachen sind alle da. Also wir können hier die Klappe öffnen. Hier nach unten. Ja, das ist hier durch. Klappe geöffnet. Stark, da passt nicht mal eine Figur durch, wenn sie durchgehen wollte. Für Kaiser Hakon, nee, ich bin Bürgermeister. Kaiser kann jemand anders machen. Damit will ich nichts zu tun haben. Ich habe mir mal angeguckt, was Kaiser so, wie denen ihr Tag aussieht.
Und stellenweise müssen die vor 11 Uhr aufstehen, um ihren Kram zu regeln. Da sehe ich mich gar nicht. Ja. Hier sind Betten. Hier ist der Print, über den ich sprach, ausführlich. Da. Ja, läuft, ne? Das ist ja deutsche Postchamp. Ups. Achso, das war diese rote Wand. Ja. Und das ist tatsächlich das Set. Und ihr seid 180 Euro ärmer. Oh nein. Hey, wenn man überlegt, wie viel Crack man für 180 Euro kaufen könnte, ne? Ich glaube, da hat man mehr Spaß. Achso, das können wir noch machen. Das Cockpit. Und hier seht ihr nochmal den Print vom Cockpit. War auch bei den alten Varianten schon bedruckt, also das ist kein Fortschritt. Wenn mal der Fokus kommt nicht drauf. Vielleicht kann ich euch doch gerade noch kurz die... So, jetzt haben wir es. Hier vorne sind leider die Kratzer drauf auf der Seite. Ey, mich zerreißt, so geil ist das, ne? Ich kann eigentlich kaum an mich halten, weil mein ganzer Körper gerade übersprudelt mit Glückshormonen, dass es so ein tolles Produkt zu so einem fairen Preis gibt. Ich bin quasi halb entmenschlicht, alleine durch die Tatsache, dass es existiert. Und meine Freude ist so überbordend, wie als ob jemand jetzt einen Mentos in eine Cola geworfen hätte. So krass bin ich innerlich am explodieren. Und die hinten sind ein bisschen größer auf der Seite. Ja, das sind sie. Und dazu, das andere sind die Patsche von meinen Fingern, wenn ich da drauf umgedrückt habe. Ja. Also es ist das, also über das Set brauchen wir gar nichts sagen, weil es einfach nur das gleiche Set in Schwarz ist. Ich finde die Idee, prinzipiell ein Set in verschiedenen Farben anzubieten, ziemlich gut. Das machen viele andere Hersteller. Die Echt? Haben einfach ein Set, das ist sehr beliebt. Aber man sagt dann, guck mal, nett, andere Farbe. Hat Lego auch gemacht mit dem Fiat 500, den gab es dann in Gelb und Blau. Oder mit dem Papagei in Gelb und Pink. Also hat der Meister Eder Werkstatt im Regal? Ja, ne? Das ist doch die Meister-Eder-Werkstatt. Aber das ist safe kein Lego-Produkt. Das ist bestimmt Blue Bricks, Kobi, irgendwas. Wird geil. Ja. Also die Idee prinzipiell finde ich nicht schlimm. Und genauso könnte man das mit verschiedenen Autos machen natürlich. Und in Speed Champion oder so könnte man das machen. Das heißt, warum nicht ein Falken... Nee, das sieht nicht scheiße aus. Ne, das kann gar nicht Lego sein. Wenn es den... Gibt den halt nicht so, aber gäbe es ihn in Grau und in Schwarz und in Rot und vielleicht auch hier in Regenbogen, warum nicht? Ich bin da total dabei. Wichtig, morgen ist der internationale Tag des Bieres. Ui, Gott sei Dank habe ich morgen frei. Das muss sich aber natürlich im Preis ausdrücken, weil ja immer gesagt wird, dass Lego unfassbar viel Mühe sich gibt bei der Entwicklung eines Sets und dass das natürlich eingepreist werden muss. Ist Fanboy-Geschwafel, aber ich nehme es auf, weil wir wollen die ja auch mitnehmen, gell? Niemanden zu. Ich würde hier feiern, warte. Hier ging kein Entwicklungsgeld rein, nicht ein Cent. Es ist kein spezielles Teil hier dabei. Nichts rockt in irgendeiner Form. Das heißt, das muss. Hakon Vios, also Watch, Bandis Deutsch. Ist doch nicht verkehrt. Gut, da muss man ein bisschen dabei gewesen sein. Bei eine schrecklich nette Familie, um das heute noch lustig zu finden. Aber der Trash-Faktor gibt's schon her. Sehr, sehr günstig sein, dieses Set. Und es ist mit 180 Euro extrem teuer. Modular Building teuer. Und wir haben trotzdem wieder nur 6 Figuren dabei. Jetzt kann man sagen, ja, wie viele Figuren sollen denn in so einen Falken? Sollen da jetzt 15 Figuren rein? Komplett sinnlos. Sagen wir, nee, aber dann machen wir einen 100er draus. Ja, hau doch immer ein paar Sturmtruppen mit rein. Also man kann ja wohl nie genug Sturmtruppen haben zum Spielen. Achso, ist nicht zum Spielen, naja gut. Und dann ist er im Markt bei 80 und die Händler haben sogar... Reib mir den Hintern, vielleicht später. Hintern reiben ist ja eigentlich auch nur für Subs. ...noch was verdient. Dann funktioniert was. So müsst ihr warten, dass die Händler Verlust machen und euch für einen 100er geben. Was passieren wird, versprochen. Aber es hat halt niemand was davon, außer Lego, die ihre Preise im Einkauf für das Ding wieder erhöht haben für uns Händler. Keine Ahnung. Also, das ist er auf jeden Fall. Ich habe einen gekauft. Stell dich hinten an. Ihr habt ihn gesehen.
Ich glaube, bei mir im Laden kann ich mir nicht vorstellen. Ich werde mal gucken, ich schaue mal, ob Stefan noch in irgendeiner Vorbestellung noch einen drin hatte, weil das noch Blindbestellungen von Stefan? Mir waren von Jahresanfang. Und ich habe jetzt einen nachgeordnet für das Video. Es könnte also passieren, dass ich noch einen zweiten kriege. Das kann sein, aber das Ding wird definitiv nicht nachbestellt. Für was habe ich denn bei mir im Laden? 165 oder so? Kauft ihr bitte nicht. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Kauft gebrauchtes Lego. Gebrauchtes Lego ist gutes Lego. Geht auf eBay. Er hasst Lego so sehr, ne, dass er jedes Mal sagt er den Leuten, kauft euch gebrauchte Sachen, weil Lego daran keinen Penning verdient. Ne? Der hasst die so sehr. Legt euch auf die Lauer und kauft euch einen gescheiten Fall. Dann kann überhaupt nichts schief gehen. Das Ding hier ist eine Albernheit, die sich nicht rechtfertigen lässt, was das soll. Keine Ahnung. Wie gesagt, für eine 100er Liste würde ich nichts sagen. Käme ich drauf und sagen, hey cool, wer Bock hat auf einen schwarzen Falken? Voll cool. Guck mal, ein paar lustige Figuren. Beach Loop. Nee. Ich sag mal, ein Fuffi und das Ding ist gut bezahlt. Alles andere empfinde ich als persönliche Beleidigung. Warum nicht? Das ist ein Spaß. Für 180 Euro ist das indiskutabel. Komplett indiskutabel. Habt eine großartige Zeit. Ja. Nette Leute um euch. Bis bald. Ja. Ich bedanke mich auch Weltzeit für jedwede Form der Aufmerksamkeit. Bewertet ruhig dieses Video. Euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Gehabt euch wohl. Euer Hakon.